Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Ja, wie ich die Kamera hier halten muss. Wie gesagt, ich habe eine neue Kamera. Ich habe jetzt vergessen, so ein Stativ. Na, wie nennt man das denn? Habe ich vergessen, daran zu machen. Und jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass ich ein bisschen rumwacke. Aber ist ja halb so wild. Jedenfalls bin ich jetzt gerade noch am Frühstücken. Und danach fahre ich los und hole ZATE, die Katze liegt im Schnee, ab. Denn wir machen seinen Arm weiter. Und zwar werden wir heute, ich glaube, das war Chrissy, ja, Crispies, hä? Penis im Mund. Chrissy werden wir heute tätowieren. Und zwar als Porträt. Ich glaube, ich habe das schon letztes Mal vorbereitet gehabt, weil wir dachten, dass wir es eventuell schaffen, beides zu machen, die Treppe mit dem Himmel und Chrissy. Aber hat natürlich nicht funktioniert, denn es war doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Und heute geht es dann ab zu dem Porträt. Ich hole gleich ab. So, hier ist schon der Kindersitz fürs Zelt. Alles schon bereit. So, Freunde der Sonne, nach langem Trödeln fahren wir dann endlich mal los und holen den netten Mann ab. Mann, Junge, Opa. Wer ist der beste YouTuber der Welt? Shoutout geht raus vom Zelt. Ah, hier ist eine Mülltüte. Nee, das sind alles Arbeiten, die noch nicht fertig sind. Ja, hätte ich schon drauf gesagt, dann wärst du. Mach das doch mal wie die coolen Tätowierer und hängen sie dir an die Wand, damit sie sich so aufrollen. Ist das hier Holger sein? Was? Naja, das ist so groß wie Holger. Ja, das stimmt. Na, können wir heute nicht tätowieren? Tja, tut mir aber leid, oder? Doch, ihr könnt natürlich. Ich hab meinen Arm verloren über Nacht. Der war so gut. Aber du hast die schon mal abgepostet. Ja, ich weiß, ich suche sie auch gleich nochmal. Wobei ich das sowieso nochmal neu ausdrucken möchte, weil das Stencil jetzt schon relativ alt wieder ist. Was so findest du, sie ist jetzt in den letzten 12 Jahren, sieht sie jetzt anders aus oder was? Nee, es geht darum, dass das Stencil, wir haben es ja schon vor 3 Monaten oder so, hatte ich das schon fertig gemacht. Ja, weil du nie Zeit hast. Also der Druck ist nicht so perfekt, wie jetzt, wenn ich es frisch jetzt gerade Stencil, weißt du? Hab das gelernt. Wie groß? Zeig mal nochmal, wo wollen wir sie genau hinsetzen? Also dieser brachiale Bizeps, Leute, da ist schon so. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist Oberarztdenker. Ich glaube, du hast es in der goldenen Schatulle, weil ich bin safe. Echauffiert euch direkt übers Netz am besten, dass ich einen Stuhl stehen lasse. Du meinst einen Stuhl seit 3 Jahren? Oh! Nee, das ist kein Beinbruch. Nee, du meinst deine für den Rücken, meinst du? Ja. Den liege mitten im Raum und das seit 3 Jahren. Oh! Was haben wir oben hier? Himmelstor, hier schön abgeheilt. Da setzen wir jetzt Chrissy hin, ne? Aber es ist krass, dass überall kein Weiß drin ist bisher. Ja, weißt du, warum da kein Weiß drin ist? Weil ich gesagt habe, wir machen das alles in einer Sitzung, weil ich bin ein harter Kerl, ich möchte direkt durchballern. Ist auf jeden Fall angenehmer, hinter der Kamera zu stehen, als vor der Kamera. Finde ich auch immer. Tatsächlich. Aber du bist auch hässlich. Episch aus, so mit nah und so Porträt. Aha, er bückt sich. Hupe. Bin ich immer gespannt, ob du heulen wirst. Mach das ordentlich. Klar heul ich, schon das Prinzip. Es geht los! Mann, du hast mir in den Mund gespritzt. Ich liebe es, wenn er mich rausieht. Das macht schon geil. Okay. Man könnte sie quasi so aufsetzen oder halt so wie sie jetzt ist. Dreh dich mal zur Seite mit dem Arm. Nee, du, ja genau. Aber so ist eigentlich auch schon gut, oder? Ja, hier oben wird es ja eh verbunden. Genau, das wird jetzt, es wird alles verbunden. Ja, dann kommt ja hier eh ihr Grab hin. Weißt du? Und hier die Landkarte. Noch, genau, mit der Landkarte, ne? Also hier immer rund. Ja, dann ist es okay. Drehen wir nochmal. Oh, Likes, 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 Likes. Ich glaube, ich will sie nochmal neu aufmachen. Ich will sie noch ein bisschen gerade aufmachen. Ich will, dass sie quasi hier sitzt, weißt du, mit dem Gesicht. Nicht so, sondern so. So, so weit sind wir jetzt. Nein, auf keinen Fall. Hast du Schmerzen? Nee? Lügst du? Nein, das kitzelt. Es geht richtig schlimmer als Schmerz, wenn es kitzelt. Irgendwie. Ja, was geht ab? Ich freue mich schon richtig, diesen
Angeber, da werde ich in weniger als 5 Sekunden so aus dem Ring hauen. Er sollte sich warm anziehen. Ich würde sagen, wir sind fast durch. Über uns gesagt hat. Wo ist das fast? Oder? Er hat ein Stück gemacht, ja, wir sind fast durch. Wir sind wirklich fast durch, ist nicht mehr viel. Ich sag 2,5 Stunden noch. Ah nee, Weiß kommt noch, also 3. Scheiß. Weiß machen wir am Ende eine Sitzung eigene. Warum? Verzeihen Sie. Kuchen sollen wir Weiß mal reinbringen. Aber eigentlich müssten wir ohnehin alle dabei sein. Sie können ja mal in Ihre Listen gucken. Die Kolo geht hier nicht, verstehst du? Das ist halt. Ja? Kannst du mal ein bisschen leiden? Nö, jetzt aus Protest schon nicht. Ja, leide gleich. Ich hab ihn gleich, keine Sorge. Weil die ganze Zeit in irgendwelche Scheißstellen geht. Total unnötig. Ja. Film doch lieber sein Gesicht. Und die mit mir. Ich hab den Bengel doch absichtlich gewinnen lassen. Ah, Mr. Satan, hey, komm. Hey. Hört jetzt auf zu fressen. Ihr seid sonst nachher im Kampf zu träge. Erklären Sie alle Spaßvogel. Ich hab für euch mitgebracht. Nichts Schöneres, als ihn ein paar Mal am Tag die Rampe voll zu haben. Ja. Ist der gut oder böse? Nein. Nicht grau ist da, ist einfach grau ist. Bleib nicht drin. Schau, bleib drin, das siehst du das nicht. Guck mal, wie schön. Was ist, drin? Was ist das denn für ein Sinn? Ja, es bleibt drin, sieht man aber nicht. Bruder, wenn man es nicht sieht, dann ist es nicht drin. Das ist drin. Ich gebe dir 50 Euro, wenn du ihm deinen Schuh von hinten gegen den Kopf wirfst. Hiller hat die Nummer 14. Ja, Nummer 14. Richtig? Hiller hat die 14, bitte eintragen. Mittlerweile tut's weh. Also dann, damit ergeben wir. Ah, siehst du? Da haben wir gerade die Kamera. Im ersten Kampf stehen sich Berlin und Bundesliga. Siehst du, jetzt kann ich mich daran erinnern, weil mir gestern eine Dame geschrieben hat, ich soll dir was sagen. Im dritten Videl und Boborić. Im vierten kämpft Kivito gegen weiß den wie großen heißt. Zeiermann. Warte, guck mal, die Leute sind jetzt ein bisschen gekippt. C18 gegen Mr. Satan. Ah, hier so. Was soll ich nochmal sagen? Dass er mit diesen Handschuhen das Touch bedienen kann. Hm? Ja, liest dir mal das durch. Das ist von der Lea. 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 Bist du, ich hab dran gedacht. Hast du vergessen, was du dran gesagt hast? Danke Lea für diesen süßen Text. Das freut mich wirklich sehr. Was soll das? Wenigstens eine nette Person, die irgendwas mit Sascha zu tun hat. Au! Kannst du meine Cola holen? Möchtest du eine Cola haben? Ja? Ja. Du hast aber auch gut durchgehalten. Auch besser so.